Erst gebuddelt, dann geknuddelt. Oh, oh, der Overseer kommt immer näher. Aber Alex hat mich gerettet. Brutal. Brutal, I like it. Oh, I like it. Ah, nein, 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 nein. So, ich muss das auch mal nutzen, dass ich hier diese Frostdinger habe. Macht das ja alles keinen Sinn. Was? Refined Focus? Was ist das? Ach Gott, ich muss jetzt Sachen wegschmeißen. Vielleicht sollten wir doch mal kurz verkaufen gehen. Oh mein Gott, deine Lebensleiste ist aufgebraucht, du bist tot. No! Und ich glaube, er hat sich gerade aufgehangen. Nein, hat er nicht. Ja. Den Charakter kann ich mehr tragen. Schade. Ich verkaufe jetzt einfach alles, weil es mir wurscht ist. Ist heute irgendwie ein bisschen leiser, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht genau warum. Gut. Wo war jetzt unser Portal? Silas. Ne, warte mal. Hä? Bist du wieder zurück? Nein, du bist auch noch unten. Wie kommen wir jetzt wieder zurück zu dem... Einfach durch das Portal durch, oder wie? Courts of Dawn? Nicht, dass ich mich jetzt irgendwo anders hin teleportiere, wo ich nicht sein will. Okay, passt. So, jetzt können wir nämlich auch wieder Sachen sammeln, ohne dass ich die immer wegschmeißen muss. Ups. Die sind mir in den Kettenblitz gelaufen, ich krieg's dafür. Ups. Das war jetzt aber nicht so geil. Ne? Well done. Well done. Gut durch, ja? Ups. Ich meine, ich heb jetzt mal einfach die schlechten Items auf, ja? Für schlechte Zeiten. Natürlich. Ab und zu. Ab und zu gibt es auch gute Zeiten. Es gibt gute und auch schlechte Zeiten. Pulst jetzt einfach alles, was du finden kannst, kann es sein? Frei nach dem Motto, Kettenblitz regelt. Ich hab den Trank nicht mehr. Der ist aufgebraucht. Ja, dafür haben wir jetzt ein bisschen zu viel hier, ne, die Gegend erkundet und, haben uns zu viel Zeit gelassen. Kann ja vorkommen. Passiert. Passiert den Besten. Brutal. I like it. Es passiert den Besten unter uns. Deswegen frage ich mich, warum es uns passiert ist. Yes. Kommt jetzt ein Dead-Joke? I apologize. Impressive. No. Go. Kein Mann vieler Worte. Yes.
Warte mal. Schüchchen. Strength. Ja, Strength brauche ich jetzt nicht wirklich. Ich brauche Intelligenz. Cause I'm a Sorcerer. I am not a Schurke. Or a Barbarian. I'm not a Barbarian. What? Da oben geht's lang. Okay. Der Drawing Paper, der ist schon mal vorgelaufen, aber ich höre dann auf, weiterzulaufen, wenn ich da bin, wo wir lang müssen. Nämlich hier. Ich warte auf dich. Warte auf meinen Lieblingsbarbaren. Mein Barbar-Papa. Follow me. Follow me. Hey, 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 hey. Er hat hier gerade eine Safe Zone aufgebaut für uns. Aber ich habe mich nicht sicher gefühlt. Wow, hier ist irgendwo ein Schamane, kann das sein? Sehr gut. Das hat mich nämlich gerade gewundert, dass sie wieder aufgestanden sind. Da ist schon wieder so ein... Wait, what? What's going on? Das war jetzt aber hier, ne? Das war jetzt aber... Pff. Hätte ich jetzt schon ein bisschen mehr erwartet. I trained her well. She's a good kid, strong. She'll be all right. You've chosen well, my child. Ach Gott. To reach Rathma, we will need to cross a lake at the bottom of these ruins. It requires a ritual. I will teach you. As you wish, mother. Jetzt nennt sie auch noch Mother. Okay, sie hat es geschafft. Good. You're ready for lesson one. Blood is the key. Ja, aber ich glaube spätestens, wenn... Warte. I don't need sparing. Tell me. Lilith plans to teach your mother a ritual. One that needs blood. Your mother seemed receptive. We have to reach them. Ich glaube aber, dass, ja, sie ist vielleicht die Mutter, aber wenn dann die Charaktere anfangen, sie auch Mutter zu nennen, dann hat sie, glaube ich, die Wirkung auf sie ausgeübt, die sie halt ausüben möchte. Und das ist ja dann mehr so diese Negativvariante von dem Ganzen. Yes. Ich würde jetzt erwarten, dass er einfach, weißt du, das wäre jetzt irgendwie cool, die Lilith steht so da, hey, ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Entscheide dich. Und derjenige dann sagt vorher so, okay, danke, tschüss, bin dann mal weg. Yes. Ja, danke. Ich fühle mich richtig gut, wenn du einfach deinen Charakter sprechen lässt und ich mich hier richtig schon alleine fühle mit meinem Monolog. Me. Yes. Der Oppressor. So, schnell umgekippt, der Oppressor. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die stärkt jetzt wieder die anderen, oder? Ich habe das Gefühl, dass es da irgendwie Gegner gibt. Wenn die aktiv sind und irgendwie so ein Symbol über sich haben, stärken die andere Feinde mit.
Okay. Okay. Du hast doch auch jetzt irgendwie dein Necromancer da weitergespielt. Du musst doch wissen, wenn du da irgendwelche Gegnergruppen irgendwie gesehen hast, dass wenn die welche haben dabei, die irgendwelche Symbole über dem Kopf haben, dass die vielleicht die anderen stärken oder nicht. Okay. Gut zu wissen. Gut, dass ich einen Sorcerer gewählt habe. Weiß ich nicht genau. Sag mal kurz was. Warum bist du so leise? Sag mal nochmal was. Warte mal ganz kurz, irgendwie. Warte mal ganz kurz, bleib mal stehen. Und ich mach mal ganz kurz hier mal einen Stopp. So, wir haben jetzt hier ganz kurz mal eine Pause gemacht, weil uns ist aufgefallen, dass der Alex nicht zu hören war. Sag mal was, Alex. Hallo. Und da ist er jetzt auch wieder. Und wir wollten es eigentlich so verkaufen, dass das Mikro von ihm kaputt ist, aber eigentlich war ich zu blöd, OBS einzustellen und habe da leider den falschen Eingang eingestellt und somit wurde Alex die ganze Zeit ausgeblendet. Yay. Yay. Das war bestimmt gewollt. Aber Alex hat es schon abgefangen und hat sich schon gedacht, was los ist. Und hat ja dann angefangen, mit seinem Char zu reden. Und hat versucht, dann das so zu lösen. Aber ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass bei OBS die Ausgabe irgendwie ein bisschen merkwürdig war. Und habe dann gesehen, dass bei Alex dann überhaupt kein Geräuschpegel reagiert. Und dann war mir klar, irgendwas passt da nicht. Yes. Naja. Yes. Wie weit bist du jetzt? Wie viel Level hast du noch bis zum sagen? Ungefähr 6 Zellen, dann wäre ich bei Level 17. Das heißt, ich habe nicht wirklich viel aufgeholt. Wir haben aber auch wirklich nicht viele Mobs gekillt in der Zeit. Naja, trotzdem bist du ja schon wieder weiter als ich. Yes. Warte mal ganz kurz. Yes. Lucky Hit Chance. A Lucky Hit Chance? Oh yeah. Wee. Oh, Stats? Nein. Den hier. Okay. Gut. Gut. Gut, gut. Aber jetzt kann man dich wenigstens wieder hören, dann macht das Koop auch wieder Sinn. Ja, dann hört man mich auch gleich wieder fluchen, wenn man beim Boss ist. Was hört man dich? Gleich hört man mich wieder fluchen, wenn wir beim Boss sind. Wieso? Was ist denn beim Boss? Was erwartet uns da? Ich weiß nicht. Alex? Ja. Warte. Jetzt werden sich wahrscheinlich für die letzten ungefähr 3-4 Folgen die Zuschauer gedacht haben, so sag mal, mit wem redet der da eigentlich? Look. Was, Look? Was? Oh. How silly my idle fancies of yesterday seem now. I believed in the Horadrim, but I was misled. With them as our champions, we can barely survive, but Lilith will make us victors. All my life I've been searching, but it was me that seemed to be found. Wait. Or needed to be found. What? Oh Gott. Moment, was? Dass die Mutter ist jetzt irgendwie... Die Mutter ist doch verloren, oder? Mir kann doch keiner erzählen, dass die Mutter noch... Ich glaube nicht, dass die Mutter auf den Stein geschrieben hat. Also da kannst du mir erzählen, was du möchtest, aber die wird dann nicht reingekratzt haben. Sagst du? Muss nur ein bisschen motiviert gewesen sein und schon läuft's. So ein paar Nägel voller Blut oder so, ne? Ja klar. Denkst du denn? Du musst nur einen Weg finden. Da kommt was. Shivering Vile Overseer. Na komm.
Oh, ein Dagger. Ein Dagger? Was mache ich denn mit dem Dagger? Ein Dagger Kane. Hä? Irgendwie ist das Spiel merkwürdig. Wieso? Ich kann gerade nicht sehen, was der Dagger irgendwie hergibt. Natürlich das Gefühl, ich verschieße einfach nur Blitze, um Blitze zu verschießen. Hast du was getroffen? Nö, ich habe einfach nur drauf gehalten. Ah ja, cool. Ja. Oh, nice. Oh Gott, hier ist ja schon wieder nichts. Müssen wir wieder kämpfen? Ja, ja. Demons approach, we need to get through. Oh Gott. Ah ja. Wow. Wieder so eine beschütze den Charakter, bis die Tür offen ist. Ding oder was? Oh, vergiss es. Hier. Jetzt mal auf Eis legen hier. Ich find's halt lustig, dass die Viecher sie gar nicht angreifen. Nee. Die haben ja mit uns auch genug zu tun. Weißt du, nicht so ein beschützten Charakter, das ist so ein. Mir ist egal, was ihr macht. Meine Güte, das wird doch mal eine Ruhe. Oh. Sie hat's geschafft und alle kippen um. Vor Erschöpfung oder wie? Well done. Well done. Das macht nicht viel Sinn, aber sei es drum. Und noch irgendwas. Ja, durch. Ja, hier, komm. Let's go. Ei, oh. Let's go. Let it go. Let it snow. Look. Look. How sweet this tastes. Lilith asked me to aid in a ritual. Sacrifice a priest from the escort. He had no fight. He just prayed as we made his blood useful. Forgive my hand, I'm still shaking. Power dances along my bones. I walk the path of our maker now. Das ist doch die Bernard's Record. Das hat die da reingeschrieben, die Mutter von ihr. Ja, aber dann ja. Enough blood. I will follow you to the ends of sanctuary, mother. Oh. A dead priest, a huge gash across his neck has drained him from his blood. Priest. Oh. He must be from the escort Vigo sent. Oh, there she is. Okay. Go ahead, I have your back. Mother? Nerell? Oh Gott, die sieht ein bisschen verrückt aus. You're just in time. Beyond this lake lies the necropolis of the firstborn. A trove of magic and knowledge. I opened the way for Lilith. But I could not pass through with her. I lack divine element, you see. Stop. But I can find it. I'm so close. I simply need... Mother, stop! Look at what Lilith has done to you. You're writing in your own blood. My little magpie. She awakened me. She showed me things... I can't even put into words. Once I've finished, you will understand. I don't care what she showed you. Please, let's just get out of here. Oh, I see. Yes, clever magpie. Trying to lead me away so you can take all this for yourself. This is my discovery, not yours. I will finish these runes with your... Sag ja, die ist verloren. Mann. Okay. Immun. Boah, ich bin da voll reingelaufen, ich Idiot. Oh oh. Ah. Ich stelle mich gerade ein bisschen an wie der erste Mensch.
Kann man dir irgendwie helfen? Nee, das sagt gerade nur ordentlich wenige, Mann. Mann. Boah, die hauen aber auch rein, Alter. Das heißt, wir müssen sie jetzt so lange schwächen, bis wir sie angreifen können, und dabei müssen wir jetzt die ganzen Gegner vernichten, oder wie? Scheinbar. Der sieht aber gruselig aus. Oh, oh. Ich glaube, ich muss in die Stadt, ich muss in die Stadt. Warum? Die Stadt. Was passiert? Ich habe null Tränke. Okay, ich kann mich nicht vernünftig bewegen. Wir werden doch jetzt hier nicht drauf gehen, oder? Ich hoffe nicht. Wir müssen so... Ah, warte, hier ist ein Tank, hier ist ein Tank. Ne? Ich nehme auch echt alles mit gerade. Hier bei mir ist noch ein Tank. Ja. Wir müssen diesen Pitlord loswerden. Ja, ich bin nicht schon am Drehen. Ja, er ist weg. Hier sind zwei Tränke. Ja, ich sehe es. Boah, Alter, das ist gut. Verfolgen mich ja, die Dinger. Na komm, weg da mit dir. Da ist noch ein Drang bei dir, ne? Oh Gott. Haben sie es bald mit den ganzen Sachen, die hier rumfliegen? Scheiße. Wo schieße ich denn hin? Au, 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 au. Ich muss aufpassen. Da kommt wieder so ein großer. Nein! Ist tot? Ja! Shit. Ah. Aber du schaffst das. I'm not ready yet. Ich hab nichts mehr. Fuck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! You have died, your deeds. Und... Und wir sehen uns nächstes Mal wieder in einer neuen Folge. Scheiße! Mann! Kacke! Ja, soviel zu dem Thema. Toll, Heroes of the Fallen. Ich bin begeistert. War ja ein schöner Abend. Erste. First Death on Veteran 2. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir sollten fürs nächste Mal einen neuen Charakter anfangen. Oh. Und ein paar mehr Nebenquests machen, dass wir ein bisschen stärker werden und Equip farmen können. Ja, gut. Das war's mit dem Anlauf. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit einem neuen Charakter. So. Oh, das war heute eh alles schon so verflixt irgendwie. Aber komm, wir haben uns sehr gut gehalten dafür, dass wir sehr lange... Also ich hatte wirklich am Anfang schon irgendwie gar nichts mehr. Ja, wir haben uns lang gehalten, aber irgendwie ist das dann auch voll eskaliert. Ich habe auch irgendwie den Schaden nicht so richtig rausgehauen, um die umzuboxen. Und somit blieben die halt länger stehen und... Ach, kacke. Ja, gut.
Das passiert, wenn man Diablo 4, von dem man keine Ahnung hat, auf Hardcore anfängt. Ja, it happens. It happens. Gut, dann war es das erstmal mit dieser Aufnahme. Ich verabschiede mich und werde beim nächsten Mal gucken, dass wir andere Chars raussuchen. Und ja, ich glaube, den Necromancer, den kann ich ja vergessen, weil den spielt ja gerade die Sophie. Und ja, muss ich mal gucken, was ich beim nächsten Mal auswähle. Soll ich nochmal den Sorcerer nehmen? Kannst du machen, ich würde auch dann nochmal den Barb nehmen. Und dann machen wir einfach mehr Quests. Okay, das war's mit der Aufnahme. Ich danke bis hierhin für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Join Pepper, wenn ihr mögt. Und ja, bis dahin. Bye, bye. Scheiße.